Ihn nicht. Das ist so arbeiten. Die Inventargröße von ihr. Wenn du mit ihr anhandelst, dann siehst du bei ihr oben am Kachel, wie viel sie einen aufnehmen kann, wie hoch die Zahl da ist. Dann dauernd ab. Sie arbeitet. Kann sein, weil sie arbeitet. Dann gib die Alparin, dann soll er die, kann er die gleich weitergeben. Ansonsten sind es alle Freihebler. Ja, ich hab ihr eben verzichtet. Was? Was ist das? Ja, ich hab's eben. Frauenliebe, furchtbar. Geht immer alles über die Steine. Ja. Hab hier im Spiel keinen Mann, also kann ich tun und lassen, was ich will. Zwei Männer sind hier, plus die ganzen Männerpferde. Du bist. Oder also? Achso, ich bin der Bruder, verdammt. Egal, es gibt nichts über Bruderliebe. Oh, und Geschwisterliebe meinst du? Nein, danke. Guck mal, was hier ist. Eine rote Wand. Granit. Wir haben es geschafft. Hier ist die Kronen. Hat die bei dir keine andere Farbe im Gegensatz zu dieser hier? Das hier ist Stein, wo ich da vorstelle, und das hier ist Granit. Ja, doch schon so ein bisschen, aber es sieht nicht rot aus, sondern eher so dreckig wie Erde. Okay, ja gut, aber das ist Granit. Wie war das? Mal gucken, das wer sich zuerst den König angelt, wa? Von den Frauen. Wie war das? Ich. Gott, der König ist schwul, ich hau ab. Nein, ich will nicht mehr. Weißt du, wie kommt ihr darauf, dass ich schwul bin? Weil Alparin sich doch gerade an dich rangeschmissen. Ja, aber da kann ich doch nichts für. Ja, ich auch nicht. Dass ich so ein begehrter Mann bin. Außerdem ist sie nur das Erbe. Der Thron ist voller Kohle, voller Gold. Sag's nicht, nachher fliegen wir wieder raus. Ich bin so friedlich, auch wenn ich so komisch aussehe, so ein bösartiger Kerl, aber ich bin so friedlich. Eigentlich haben wir das jetzt soweit geschafft. Wir haben keinen Stein mehr jetzt gleich. Ich habe jetzt noch 200 Steine übrig. Das ist gut, weil ich... Ist die erste fertig? Welche meinst du fertig? Die erste, die wo ich davor stehe? Ich guck mal, sonst. Der ist leer, ja. Also ist fertig. Ja, laut. Gut, dann mach ich den weg. Der ist auch fertig. Gut, ich hab dir noch ein paar Steinchen gegeben. Also ich bin eigentlich jetzt soweit gut gelevelt. Hab jetzt Maurerhandwerk habe ich auf 90,64. Ja, damit kannst du alles bauen, was wichtig ist. Was ist Architektur? Ist nur burgmäßig. Was ist das für Maurerhandwerk? Ist das, was wir jetzt quasi als nächstes angehen. Das, was wir da, wo du quasi gesehen hast, das Tor, was da neu gebaut wird, das ist Architektur. Das ist auch ja, der hat ja hier. Was meinst du, was das hochreißt, die Mauern hier, die er baut? Hab geknüppelt, du. Haha. Meine Arme. Ja, knall du hier die nächsten rein. Mach die Steine voll und mach. Knüppel das hoch. Ja, dann bräuchten wir jetzt, warte mal, ich guck mal kurz, ich zähl mal durch. Den Eingang lassen wir am besten nochmal einfallen, würde ich sagen. Noch mehr Steine? Ich hab nichts mehr dabei, ne. Vierundzwanzig Bretter brauchen wir jetzt. Vierundzwanzig Bretter? Was?
Das, was da liegt zum Beispiel. Ist egal. Das hier? Ja, ob das hart oder weich ist, ist egal. Hauptsache 24 Bretter. Könnte man nochmal drauf knüppeln auf den. Auf die Mauer. Aber wenn das die beiden dann fertig haben? Ich habe keine Steine mehr. Kriege ich hier bestimmt noch Steine, wir sind am Berg. Also hier drüben kann man noch mal irgendwo reinkloppen, um Steine rauszuholen, sag ich mal. Hier. Ich sehe aus, als würde man sich selbst in die Hand sägen. Da sägen zwei Frauen. Oh oh. Los? Was ist los? Warte, ich hab mir dann mein eigenes Grab geschaufelt. Ich kam nicht mehr raus aus dem. Oh oh. Wie hieß das Haus, was wir bauen wollten? Also am schönsten, das schönste Haus, was es gibt, meiner Meinung nach nennt sich, ich finde es so unter Architektur und nennt sich großes dreistöckiges Fachwerkhaus. Das ist das Schönste, was es gibt. Das passt allerdings auch das Größte. Das passt bei uns aber nicht hin unten, ne? Zähl mal gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 breit und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt die Karre weg. Was jetzt passiert? So, 7 breit und 11 lang. Alla, die Heiße. Würde sich sowas. Die Bretter nicht hier reinlegen, ne? Ich weiß nicht, wer die Bretter hier reingelegt hat. Nicht hier rein. Das brauchen wir oben. Das wird sie wahrscheinlich sein. Das heißt, sie kann jetzt mittlerweile hier drauf zugreifen. Ah, sie fragt dich. Also, ich habe 10 Bretter. Aber was hat sie mich gefragt? Ich kann sie nicht. Ich hab nichts gelesen. Wie viel braucht ihr, mein König? 24 insgesamt. 10. Also 14er. Mit den 7, die da unten sind, sind 14. Ich hab schon mal hoch, weil ich kann nichts mehr anderes mit. Ich hoffe, die kann das lesen von hier aus. Soll ich die Mauer abreißen hier? Einmal kann man glaube ich noch draufknüppeln, damit man es gekriegt und dann kannst du die abreißen, ja. Aber du kannst Bretter rausnehmen. Die habe ich schon. Pass mal auf, ich glaube sie packt jetzt hier die Bretter rein. Geht hier vor mir. Wir müssen dann nach oben die Bretter. Ja. Habt ihr bitte die Bretter nicht hier? Also 7 Stück fehlen noch für oben. Okay, siehst du, sie packt sie hier rein. Sie hat geschrieben, ihre Worte, meine Hände, so. Das
So, ab hier, wo ich bin, aufwärts, müssen überall stützende Wände rein. Also nicht nach unten, sondern alles, was aufwärts liegt. Den Eingang lassen wir nochmal einfallen. Einmal die Wand anvisieren und dann steht da Stützwände setzen. Unter da, wo du auswählen kannst, graben. Wollen Wände verstärken? Genau, das ist es. Ausrüsten. Schritt vor oder Schritt zurück, damit ich durchkomme. Vor oder zurück, nicht nach da unten. So, sehr gut. So, mir fehlen noch Bretter. Bretter! Hab noch 10 Stück für dich da. Und sie hat, glaube ich, aufgehört zu sehen. Sie kann die reinlegen. Ja, das reicht auch. Mehr brauchen wir nicht. Also sind fertig mit Bretter. Stück hat sie mir noch gegeben. Mhm. Auch welche von mir. Darf hier oben noch zwei Bretter rüber? Ich glaube, du musst mitkommen. Ich habe keinen Platz mehr. Ach so, okay. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Bretter, wie wir eigentlich brauchten. Hier nehmen wir dann wieder mit nach unten. Oh. Nochmal 8 Bretter einstecken. Vier Stück brauchst du pro Dings. Genau. Dings Bums. Weil du meint, ihr schneller als ich, Mensch. Der Ecke? Na, sie. Es regnet hier durch. Das ist noch nicht ganz dicht, das muss noch mal 2 Tage abhärten, dann passt das. Ach so. Ich freue mich schon auf die große Mauer, wenn wir die bauen. Aber erst muss unser Haus sowas fertig, damit wir einigermaßen da unten Wolkheit drin haben. Soll ich dir meine Zeitbretter auch noch geben? Was denn? Ich hab gesagt, meine Zeitbretter. Ja, man, klingt so komisch, weißt du so. Ja. Die Weichenbretter? Genau. Nein, ich habe Hartholzbretter. Ich dachte, die harten haben wir immer. Wenn das jetzt da vorne einfallen würde, wären wir alle 4 gesperrt. Wären wir hier drin eingesperrt und müssten uns nach Hause beten, ja. Ich doch, wir haben Bretter zu viel. 4 Stück. Scheiße. Zu viel oder zu wenig? Die sieht echt grimmig aus, so. Du siehst aber auch grimmig aus, guck mal. Sehr gut. Somit haben wir den Graben fertig. Die sind beide voll grimmig. Vorwärts! Ich muss grimmig aussehen. Eben, aber bei ihr passt das irgendwie nicht so. Das sieht aus wie so eine böse Lehrerin, ne? Ich auch grimmig ausschaue. Nee, du siehst süß aus. Wie war das? Du musst noch ein Schild vorne hin. König Ravens Steinbruch. So, Mensch, den Weg nach oben wollte ich ja immer mal machen. Da kommen wir doch dazu. Da kommen wir noch. Was schön hier noch in den Säckler. Noch ein Brett mehr. Das nehme ich auch noch mit. Ja, dann knüppelt hier nochmal drauf oder reißt es direkt nieder. Und dann geht's wieder ab nach unten. Hat sie jetzt losgemacht? Haben genug geschafft hier. Ich bin geskillt hier. Klopft drauf rum, wenn's. Achso, ist doch leer, das Ding. Der ist leer.
Ist näher, dann reiße ich das nieder, ne? Ja. Hey, mach ich doch schon. Mach es beide. Wer denn sein Pferd da vorne so komisch schief abgestellt? Das ist mein Pferd. Mein Pferd? Mein Pferd. Egal. Es ist komisch, bei uns in der Burg ist jetzt Wasser. Hm? Bei uns in der Burg ist jetzt Wasser. Brunnen meinst du oder was? Nee, ganz viel Wasser, also das Meer. Okay. Das hat was mit der Grafikeinstellung zu tun. Rüber guckt, geht das Wasser weg. Hier auf dem Pferd sitzt, was so schief ist, deswegen. Gut, aber Motor rein. Den Reizkühl, um hier hochzureiten, hast du noch nicht. Kann ich nicht tun? Ach, meine Bremse. Alter, was hast du gerade? Ich hab gerade nach so die Kurve gekriegt. Hast du es nach oben geschafft? Hast du es geschafft? Scheinbar ist er durch, ja. Ja. Dritter Versuch war es dann. Und ich renne gegen die Mauer. Voll wie peinlich. Ja, ist ja gut. Mein Pferd. Seh ich nicht. Oh, die hat aber Weichholz für die Baldachine genommen, ne? Das ist jetzt eher nicht so gut. Das würde ich lieber für Möbel nehmen. Die Baldachine? Ja, also das, was sie hier gesägt hat, sind 40 Bretter Weichholz. Im Wagen, ne? Mhm. Oh, die können wir nachher für die Möbel verwenden. Na, spazierst du los. Ja, aber sowas müsst ihr achten, weil wenn das ein Anfänger ist, ein neuer noch, dann kann der nicht wissen, was für Bretter da verlangt sind. Okay. War nicht so weit. Oh, ich höre schon wieder was sägen. Ja, sie sägt den nächsten weiter. Ja. Warte, ich schreibe schnell. Zu spät gesagt, der Baum ist weg. Toll. Ah, da hole ich demnächst wieder neuen Balken, schön. So. Ja, jetzt können wir jetzt kann ich ja das Haus bauen. Jetzt ist die Frage. Ich wollte eigentlich noch diese komischen hier mal ein bisschen wegsortieren. Macht das eigentlich was aus, wenn diese
Trockenrahmen etwas näher aneinander stehen, ne? Nö. Nee. Also kommt man da trotzdem noch ran. Ja. Solange du so einen Rahmen anvisieren kannst, kommst du immer dran. Ihr könntet ja auch die Gerbewannen übereinander stellen. Sprich, zwei längs, zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts. Dann solltet ihr die übereinander gestapelt. Physikalisch möglich. Ja, hier. Komm da. Du meinst sicherlich so, ja, ne? Genau. Und jetzt noch eine davor und dann wieder oben zwei längs drauf. Und so kann man Platz sparen halt. Wo kann ich die jetzt nehmen? Handwerk, Gegenstand, Untersuchung, Gebäude, den ich reparieren kann. Wann die blubbern, wenn die blubbern, also die noch in Aktion sind, kannst du natürlich nicht hochheben. Die müssen erst geleert werden, bevor du die hochheben kannst. So. Aber ich kann die noch nicht bedienen. Ja. Dann muss jemand mit Pizzug machen. Viehzucht müssen. Ist gar nicht wahr, Viehverarbeitung ist das. Auf 90. Oh, habt noch gar nichts. Ich bin noch nicht mal bei Viehzucht. Sollte mich mal um meine Hühner kümmern. Müsst ihr euch mal ein paar Äpfel einstecken und dann ein Schwein fangen gehen. Dann kriegt der Viehzucht hoch und dann, also wenn das bis 60 ist, und dann geht er einfach Knochen zu Kleber machen, Knochenkleber sozusagen, und dann kriegt er das Viehverarbeitung hoch. Ah, okay. Aber im Endeffekt anfangen mit Äpfeln sammeln und ein Schwein zähmen. Also du hast ja gesagt, für das große Haus, ne, ist 7 auf 11 Plätze. Das passt hier gar nicht hin, hier unten. Ich glaube, das wäre auch zu groß hier unten. Ja, das würde da nicht hinpassen, ne. Von der Breite her schon nicht. Richtig. Ich würde guck mal, unter Architektur das erste Haus, kannst du da schon drauf gucken? Da gibt's ja noch mal ein großes Haus, das jetzt nicht dreistöckig ist. Warte mal, ich guck mal runter. Auf Architektur kann ich noch gar nicht zugreifen. Da kannst du noch nicht, okay. Ach ne, doch, ein Gebäude errichten, stimmt doch. Nur die Burgmauer. Häuser noch nicht. Okay. Und Handelsposten. So, das erste Haus davon ist das normales dreistöckiges Haus. Das sieht schon besser aus, ja. Das wäre 5 breit und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang. 5 breit, 9 lang. Würde, glaube ich, genau hier auf dieser Fläche vor mir passen. Hier vorne. So wie ich gesagt habe, oder was? Ja, aber ich würde sagen. Aber es war eigentlich. Ich würde sogar ziemlich genau hier drauf passen, auf diese Fläche zwischen den. Bis hinten ran, ne? Aber dann hast du hier. Bis hinten ran, ja. Also bis genau ein vor der Mauer. Du hast dann genau einen Gang dazwischen hinten. Eingang wäre dann hier zur Mitte hin, wo ich jetzt hinlaufe. Haben wir hier aber sehr, sehr wenig Platz. Hier so wäre der Eingang. Wäre der Eingang. Auch was zu essen. Ich leg das jetzt einfach mal dahin. Ihr könntet das ja theoretisch nochmal abreißen. Mhm. So wäre es. Zu den ich ganz hinten ran hier auf dem Eck? Ne, ist die letzte Kachel. Das letzte Kachel hier? Wer hat hier eigentlich die Kachel so blöd im Weg gestellt? Das hier ist die letzte Kachel. Wäre quasi genau ein Gang, wo man durchgehen kann. Ach so, die Mauer. Ach ja, stimmt ja wegen Höhe her, ne? Okay. Ja, du siehst ja, wenn du F3 guckst, das Gebäude geht eigentlich hier, diese Kachel nimmt dieses Gebäude auch noch mit ein. Sehe ich gerade. Okay.
Ja, aber das geht doch eigentlich, ne? Weil dieses ganze Zeug geht ja nachher weg hier alles hier. Das geht ja alles nachher weg. Dann können wir da hinten notfalls noch hier die Karren hier an der Seite hinstellen, weißt? Hier hinten schön. Die übrig sind. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ja, mich nervt es gerade, dass die Karren wieder hier so. Ja, die kannst du jetzt da hinten alle schon an die Wand hinstellen. Aber das könnte ja sie eigentlich machen. Aber ist das nicht zu groß hier vorne? Also ihr habt ja eh Dreierstraßen, ne? Alles. Ne, Zweier da hinten. Also die sind fürs Reiten reicht das platzmäßig genug. Ja, also kommt man hier auch noch gut durch. Ja, klar, klar. Das Haus wird ja nicht breiter wie das, was da ist. Wenn jetzt noch die Karren da beide weg sind, dann habt ihr quasi eine 5er Reitbreite. Aber die Karre muss hier stehen bleiben, die hat Philipp sich extra so hingestellt. Ja. Aber weißt du was? Aufgeben? Anders? Ich lege das Stück Holz hier ran. Nein? Ja. Sieht das eigentlich, was wir hierfür brauchen? Nee, ne? Müsste sie eigentlich. Balken. Nee, da kann sie erst, wenn sie quasi. Also, sie hat jetzt, glaube ich, gerade Zimmern freigeschalten, damit sie überhaupt auf Mauern zublicken kann. Heißt, jetzt muss sie Mauern wenigstens auf 60 bringen, damit sie darauf zublicken kann. So. Philipp, sein Wagen steht jetzt hier um die Ecke drinne. Heißt, du könntest sie jetzt theoretisch das machen lassen, was du vorhin gemacht hast, die kleinen Mäuerchen aufstellen. Steine habt ihr jetzt genug, haben wir vorhin hoch runtergebracht ohne Ende. Musst dir nur sagen, welche Steine, nicht, dass sie die gute Quali nimmt, ne? Mhm. Ja gut, dann kann ich mit ihr nochmal hochgehen, ne? Oder das, ja, könntest du auch machen. Kann ich die Mauern bauen oben? Nee, ne? Doch. Ja, die Sache ist nur, wo du den Stein herholen willst. Also aus der Mine, die haben wir jetzt vorbereitet. Die sollten wir jetzt eigentlich nicht nochmal umbauen, weil die perfekt so ist. Damit wir an Granit rankommen. Es geht ja da um Granit bei der Mine da oben. Guck mal. Okay, dann gucke ich mal eine andere nach. Aber hier unten ist ja eine Mine. Eine Steinmine. Nein, nein, wir sollen den Stein lassen. Da, wo ihr quasi drin wart vorhin. Als erstes. Mhm. Da ist eine Steinmine. Da könnte man theoretisch. Denn ich hab den extra perfekt. Alles halt, wenn du kein Dings hier TS hast oder sowas, dann ist es übel. Ich könnte ja vielleicht mal sagen, TS-Daten geben, dass du wenigstens reinkommst zum Hören. Zum Hören braucht man kein Headset. Ja. Ich muss aber auf die Schreibweise drauf achten. Mhm. Jetzt stellt sie mir die ganze Wand wieder weg. Ja, die Wand könnte da hinten hin spazieren. Ja, hier kann der da hinten hin, das sind Steine drin. Welcher jetzt? Den sie jetzt gerade hat hier. Der kann ganz hinten hin, wo der andere war. Der von Philipp kann hier vorne bleiben. Wenn die Straße frei wird hier. Das habe ich ja hier so hingestellt und sie hat ihn wieder weggestellt.
Ich bin wieder nicht mehr so hingestellt. Das ist, sie kommt schon. Die kommt schon. Bleiben jetzt erstmal hier. Okay. War wieder falsch. Ja, nicht durch. War jetzt eigentlich. Okay, das sind Fettsachen von der auch seines. Der Philipp hat ja zu mir gesagt, er gerne seine Karren hier von. Gib mir mal kurz die Daten rüber. Aber was kommt jetzt in die Mitte hier? Da in die Mitte, da wo von dem Weg, den ihr habt. Da ist ja jetzt so ein Dreieck mehr oder weniger frei. Mhm. Genau da. Das hier, ne? Mhm. Oben kommt jetzt das Holzlager hin. Könntest du jetzt hier so ein paar Mäuerchen, die kleinen Mäuerchen hinsetzen am Rand? Dörli? Damit die hier so abgesperrt sind. Hören die nicht beim Reiten? Nicht wirklich, weil man soll ja auf dem Weg reiten, der ist ja breit genug jetzt. Okay, wenn das Haus fertig ist, kann man ja hier dann die Mauer weiter ziehen. Ja. Aber sie wollten dann noch hier die Apotheke irgendwo hinbauen. Ja, die wäre zu klein für hier hinsetzen. Ja, richtig, aber die sollte, glaube ich, dann hier rüber. Vielleicht hier hinsetzen. Hier so. Würde hinpassen. Wo die Pferde jetzt stehen. Sollte da nicht noch was angepflanzt werden? Und inwiefern? Also Bäume sind ja eigentlich in der Burg sowieso tabu. Das ist nur jetzt für euch, damit ihr Holz habt. Ja, richtig. Nee, ich meine, es geht nachher zum Anpflanzen, weißt du, wegen den Kräutern und sowas. Ja, wenn hier die Bäume wieder weg sind, dann könnte ich hier die Apotheke. Entweder da die Apotheke und hier die Gärten hin oder andersrum. Hier die Apotheke und da die Gärten. Das würde auch gehen, ja. Ich würde sagen, hier die Gärten dazwischen und dann da die Apotheke. Dann hat man hier was Schönes zwischen Haus und der Apotheke. Mhm. So wie du ja vorhin gesagt hattest, dass da immer so ein bisschen Platz zwischen, sonst sieht das so aufeinander gequetscht aus. Ja. Ah, da müssen wir uns noch hier was einpflanzen, was hier noch hinkommt, auf dem Platz. Weil das. Moment, ich zeig dir mal was. So als Anregung. Mhm. Dann könnt ihr da ja theoretisch so ein. Wie soll ich sagen, einfach weil das ja sowieso nicht viel Platz ist, also dass es dann wenigstens schön aussieht, wo wir so einen Mittelpunkt-Treffpunkt machen. Sprich solche Mäuerchen da drum rumziehen und dann so einen Blumenkasten machen, wie der Baum da vorne, der hat ja einen Blumenkasten. Ah. Dann habt ihr da sozusagen so einen Mittelpunkt-Treffpunkt. Stimmt, das sieht gut aus. Und der Platz da vorne, wo die komische Puppe draufsteht? Das ist eigentlich noch, gehört das zu eurem Gebiet. Da haben nur die Söldner jetzt genutzt, weil die da trainiert haben ein bisschen. Die Puppe gehört ja eigentlich hier vorne hin. Und ich meine, an der Puppe hin. Momentan haben wir erst noch Platz genügend da. Wenn es aber nicht mehr reicht, kann man hier weiter ausbauen. Bis dahin kann man ja hier die Söldner trainieren lassen. Gleich wieder da.
Wo ist denn jetzt hier die Sarah? Bisschen lost, wo ist sie? Einmal aus dem Auge verloren. Die war drüben bei Solin, was auch immer sie da getan hat. Achso, die Daten wollte ich hier noch geben, ne? Die ist Daten, Alter. Ja, deswegen würde ich vielleicht sagen, macht er hier einfach so einen, sozusagen so einen Mittelpunkt mit Mäuerchen, dann kann sie das machen, um ihren Mauerdingern so hochzubringen, damit sie dann bei solchen Bauwerken da helfen kann bei euch. Richtig. Ja. Setzt ihr hier am besten hier die Baustelle hin oder was? Hier auf die. Toll, weil ich da hier voraus hier. Hier würde ich vielleicht Diagonale hinsetzen, zwei Stück. Dann wieder gerade und dann hier die hier wieder diagonal. Mhm. Dass du da wirklich so ein schönes Dreieck draus kriegst. Habe ich ihr mal geschrieben, Sachen, dann hört sie wenigstens uns, wenn wir reden. Aber bis morgen, denke ich mal. Die Ecken sind tricky. Da muss ich gucken, wie das gehen soll. Meinst du, dass das funktioniert in dem jetzt? Der hier fehlt hier, ne? Da ist richtig. Hier müsste jetzt eine gerade rein und dann wieder eine schräge. So muss das, genau. Ja, aber hier fehlt ein Stück, oder? Oder kommt das später? Wenn das aufgebaut ist, ist das, das ist richtig so. Achso, okay. Hallöchen. Hallöchen. So, das, was wir hier gerade aufbauen, ist quasi für dich. Das machst du dann jetzt gleich fertig, Sarah. Damit du dann deinen Mauern-Skill auch hochkriegst und auf die anderen Bauten zugreifen kannst und da helfen kannst.